Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Northgard. Wir haben ja letztes Mal Mission 7 abgeschlossen, auch wenn die uns schon viele Nerven gekostet hat. Und ich weiß, Mission 8 wird uns auch viele, viele Nerven kosten. Übrigens, an dieser Stelle sei mal gesagt, ich weiß, dass es hier im Menü immer ruckelt. Ich weiß auch nicht, woran es genau liegt, aber es ist glücklicherweise ja nur im Menü so und nicht im Spiel selbst. Deshalb ignorieren wir das mal ein bisschen. Ja, ich habe das Kapitel schon mal selber ein bisschen angetestet, weil es wohl das härteste Kapitel zusammen mit Mission 11 sein soll, was es so gibt. Das kann ich bestätigen aktuell. Es scheint sehr schwer zu sein, aber ich werde es jetzt versuchen. Ich habe mir eine Taktik zurechtgelegt. Ob sie denn aufgehen wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist die Mission Wettkampf hier unser nächstes Ziel. Wir sind die ersten Menschen vom Westland, die diese Region betreten. Wir müssen uns wahrscheinlich durch die feindselige Wildnis schlagen. Und wir können einen Bandenträger wählen und wir wählen hier den guten alten Brand. Mit seinen Skalden, denn das ist der Grund, warum wir das machen. Wir müssen in dieser Mission sehr viel Ruhm sammeln und wir können mit Brand die Halle der Skalds bauen und die ersetzt die Brauerei und produziert zusätzliche Ruhm und das ist das, was wir haben wollen. Mal schauen, ob das so funktioniert. As we marched deeper into Northgard, Svarn wondered if the regal horn, the symbol of my royalty, could really be Jallar Horn, Heimdall's famed instrument, said to herald Ragnarok. It would make sense. Vedrung had killed my father and stolen my heirloom to end the world. My arch nemesis gave me all the reasons in the world to hate him. Northgard had already thrown a great many trials at us since we first set foot here. The one we would encounter next was not of these lands. Ja, alles klar. Ich muss sagen, ich bin stolz, dass wir die ersten Festlandbewohner sind, die sich so tief ins Innere von Northgard vorwagen. Tja, sieht so aus, als wäre uns jemand zuvor gekommen. Seid gegrüßt, ich bin Borghild von Bjarki und gehöre dem Bär-Clan an. Seid gegrüßt, ihr seid mein neuer Diener und könnt somit sogleich mit der Feldarbeit beginnen. Unverschämtes Weibsbild, wisst ihr nicht, wer dieser Mann ist? Aber natürlich kenne ich ihn, das ist Rig, Sohn des verstorbenen Hochkönigs Harogruf. Haltet ihr mich für Pöbel? Dann wisst ihr, dass er euer König ist und das König? Welcher König? Ich sehe kein königliches Horn. Kein königliches Horn, kein Hochkönig. Wir kommen beide vom Festland und sind hier, um Northgard zu erobern. Ich könnte genauso gut eine Anwärterin auf den Thron sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Bitte, Brand. Leider hat sie recht. Ohne das Horn bin ich nicht offiziell der Hochkönig. Borghild, was wäre nötig, damit ich als euer rechtmäßiger Herrscher dastehen kann? Also, ich sage, wir treten den Wettkampf gegeneinander an. Der Clan, der die grandiosesten Heldentaten vollbringt, gewinnt und stellt den Hochkönig, oder wohl eher die Hochkönigin. Doch der Verlierer muss das Knie beugen und dem Sieger jeden Wunsch erfüllen. Grandiose Heldentaten? In Sachen Ruhm steht ihr bei mir auf einem sehr schwammigen Boden. Gebieter Rieg, beschämen wir sie. Einverstanden, ich nehme die Herausforderung an, Borghild. Hervorragend. Ich muss gestehen, ich war zunächst gegen die ganze Sache, aber jetzt würde ich sagen, sie soll für ihre Anmaßung büßen. Das höre ich gern. Eure Ressourcen und Skalden werden gute Verwendung finden. Möge dieser Wettkampf in die Geschichte eingehen. Ha, ihr seid mutiger als erwartet. Doch das wird noch interessant. Viel Glück, hornloser König. Ihr werdet es brauchen. Alles klar. Also wie gesagt, wir müssen jetzt hier schnell ganz viel Ruhm bekommen. Und natürlich als erstes hier wieder unser Haus und unser Speerlager. Ja, und wir werden heute sehr, sehr stark auf die Skaldenhalle immer setzen. Das ist hier immer das Ziel, was wir jetzt erstmal uns setzen. Mit mehr Zufriedenheit bekommen wir nämlich auch mehr Dorfbewohner. Also die Wachstumsrate für Dorfbewohner beschleunigt sich. So, du erforschst hier, du erforschst dort. Und das versuchen wir uns zunutze zu machen, indem wir sehr, sehr schnell auf sehr, sehr viele Skaldenhallen gehen. Ich habe auch probiert, das mit Häfen zu machen. Das ist unser Plan B, aber erstmal werden wir uns mit Skaldenhallen beschäftigen, einfach weil wir dadurch mehr Dorfbewohner schnell bekommen, durch die zusätzliche Zufriedenheit. Und das ist, glaube ich, besser als
die Krönis, denn als ich das probiert habe, hatten wir unglaublich viele Krönis durch die Häfen bekommen, die wir gar nicht ausgeben konnten. Deshalb, ja, werden wir das mal so weitermachen. Gut. So, wir werden beide Gebiete hier brauchen. Gehen als erstes auf das hier. Denn hier ist der Wald und den Wald brauchen wir sehr, sehr schnell. So. Bald wie möglich werden wir uns das Gebiet holen. Zack. Und greifen auch direkt hier an. Auch nochmal zwei Wölfe. Natürlich nicht so schön, dass wir so schnell hier unsere Lebenspunkte da verballern, aber das brauchen wir. Kommen gerade auch zu wenig Nahrung. Das sollte aber gleich auch nicht so wild sein, wenn wir schleunigst hier das Gebiet besiedeln und dort dann gleich schleunigst die Farm errichten. So. Wir werden erstmal nur einen Holzfäller holen. Den zweiten werden wir uns gleich erst gönnen quasi. Komm, werd fertig. So. Zack. Feldarbeit. Sollten wir erstmal vorbereiten und dann hoffentlich gleich auch eingehen. Dass wir jetzt gerade temporär ein bisschen Nahrungsverlust machen, ist hoffentlich nicht so schlimm. Wie gesagt, hoffentlich. Das werden wir gleich nur feststellen. Sobald der erste Winter da ist. Aber ich weiß, dass wir hier eigentlich ganz gute Möglichkeiten haben, gleich an Nahrung noch zu kommen. Hier einmal das Feld, hier einmal das Feld und hier ist eine Fischerhütte. Also wie gesagt, ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn ich schon vorher weiß, wie das Gebiet aussieht. Aber ich möchte halt nicht, dass jede Mission hier irgendwie 5 Stunden dauert. Denn ich habe gerade schon mal, wie gesagt, eine Stunde ungefähr in diese Mission reingeguckt und bin kläglich gescheitert. Möchte es jetzt nochmal ein bisschen besser machen. Und ja, ich hoffe, dass mir das gelingt. So. Weil es ja auch langweilig, wenn ihr in einem Let's Play immer nur seht, wie ich hier scheitere. Ist vielleicht ein bisschen witzig am Anfang, aber wenn sich das über viele Folgen hinzieht, ist immer ein bisschen blöd. So. Aber ihr könnt gerne sagen, was ihr davon haltet. Ich bin halt jemand, der die Folgen immer nicht zusammencuttet und deshalb ist das hier meine Ausweg quasi aus dieser Misere. So, wir bekommen akzeptabel Nahrung gerade. Plus 7, das ist sehr, sehr schön. Ja, es kaut mal einfach so weiter, ist uns erstmal egal. Das, was wir jetzt tatsächlich direkt bauen werden, ist die Skaldenhalle. Damit legen wir jetzt direkt los, wenn wir es können. Brauchen wir 80 Holz für. Ist nicht so wenig. Ich glaube, wir holen uns das auch direkt. Wir bekommen auch Ruhm dadurch, dass wir Gebiete besiedeln. Und das wollen wir natürlich auch immer relativ guter Zeit hier sehen, dass wir das uns zu Genüge machen hier. Ein komischer Satz, ich weiß. Aber ja, das ist erstmal unser Ziel. Trotzdem müssen wir natürlich auch sagen, wir brauchen die Grundbedürfnisse, wir brauchen wir unsere Nahrung, wir brauchen Holz. Wir werden auch einen Heiler benötigen, dringend. Denn wir kämpfen ja aktuell ausschließlich mit Brand. Ich weiß nicht, ob wir nachher uns noch mehr Kämpfer holen. Hier gibt es auch andere Aufgaben, mit denen man Ruhm gewinnen könnte. Dazu bräuchten wir dann aber eine Armee. Und vielleicht ist der Weg über die Skaldenhallen einfacher, denn wie gesagt, je mehr Zufriedenheit wir haben, desto schneller kriegen wir neue Dorfbewohner und das ist eigentlich ganz gut für uns. Denn die Skaldenhallen bringen halt nicht nur Zufriedenheit, sondern auch Ruhm. Und ja, mal gucken, ob das uns denn wirklich vernünftig weiterhelfen wird. Ich denke, mit dem nächsten Holz werden wir erstmal uns eine Heilerhütte gönnen. Wir haben hier auch Stein übrigens, damit können wir dann direkt schon was upgraden. Ich glaube, das sollten wir auch in Angriff nehmen, denn wenn wir hier das Gemeindehaus aufwerten, bekommen wir auch nochmal hier ein Bevölkerungswachstum von jeweils 20%. Also ich glaube, das sollten wir in nicht allzu ferner Zukunft auch machen. Jetzt werden wir hier schon angegriffen. Haben wir hier eine Viererzufriedenheit. So, wie gesagt, mit dem nächsten Holz... Ah, können wir schon bauen. Bauen wir die Heilerhütte. So, leichter Nahrungsverlust gerade. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir brauchen unsere Heiler. Und wir erzeugen ja relativ schnell jetzt, wie gesagt, neue Dorfbewohner. Genau, und das ist jetzt erstmal unser Plan. Greifst du an? Nee, ein Glück. Weil da hätten wir jetzt tatsächlich gleich ein Problem, wenn der direkt angreifen würde. Wir sehen, sie zieht uns aktuell ein bisschen davon, aber wir müssen uns natürlich auch erstmal aufbauen. Die da einen kleinen Startvorsprung hat, ist hoffentlich unterm Strich nicht mehr ganz so wild dann.
So, Heilerhütte. Oh, wir brauchen auch wieder ein Haus. Oh, da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Das ist nicht so geil. Jetzt sind wir im Supply blocked. Schnell. Unser Speer wurde verletzt. Komm, ein bisschen mehr Holz. Das habe ich ein bisschen verkackt, das gebe ich zu. Naja, gut. Aber ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Ich glaube, das ist noch schnell genug hier gebaut worden. Vielleicht hätten wir es halt... Ja, wir hätten es vor der Heilerhütte bauen sollen, aber... Auch die Heilerhütte ist wichtig. Und es ist ja gleich geregelt, das Problem. So. Gut. Kann der nächste Dorfbewohner also erzeugt werden. Wir bekommen auch wieder Nahrung hier. Plus 2 aktuell. Das ist jetzt natürlich nicht das allerstärkste bisher. Erst die schärferen Äxte. Die brauchen wir nämlich dringend, um möglichst schnell viel Holz zu bekommen. Wir werden auch hier versuchen, eine Gardenhalle zu errichten. Wir werden uns... Wie sieht unser Kröni-Einkommen aus? Nicht so geil, ne? Vielleicht müssen wir doch einen Hafen bauen. Also einen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, um ein bisschen solides Grüni-Einkommen zu bekommen. Denn ich will auch ein bisschen was upgraden. Und dafür brauchen wir natürlich Grünis. Könnten natürlich auch handeln, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, da ist es besser. Also es gibt hier gleich, werden wir wahrscheinlich noch sehen, Riesen, ja hier laufen sie schon rum übrigens, mit denen man Handel treiben kann für Nahrung. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil wir haben aktuell nicht wirklich viel Nahrung über. So, ist hier immer noch nur einer? Nee, in zwei inzwischen, ne? Ja, sehr gut. Wir werden jetzt als nächstes, glaube ich, die nächsten Leute hier an die Skaldenhalle schicken. Da ist erstmal eine Viva. Eine Viva. Mein Vater prahlte früher immer damit, dass er auf seinen Reisen gegen sie gekämpft hat. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht an ihre Existenz. Ein solches Monster zu erlegen, wäre es würdig, von einem Skalden besungen zu werden. Ich lasse mich aber nicht leicht unterkriegen. Also, sie lassen sich nicht leicht unterkriegen. Also schickt bitte genug Krieger. Er wird bestimmt nicht kampflos aufgeben. War die, oder? Sie wird bestimmt nicht kampflos aufgeben. Krieger, macht euch bereit. Ja, nee. Irre ich mich oder wird es kalt? Oh ja, der Winter naht. Ihr habt bestimmt vor die kalte Jahreszeit an der Feuerstelle zu verbringen und heiße Suppe zu essen. Wir aber nicht. Mein Clan blüht im Winter auf. Wir werden nicht müßig herumsitzen und das solltet ihr auch nicht tun. Das wird unsere Aufgabe nicht erleichtern. Sie hat recht. Wir können uns keinen Winterschlaf leisten, sonst geraten wir ins Hintertreffen. So. Ich habe übrigens mich ein bisschen erkundigt auch und gelesen, dass diese Mission auch deutlich einfacher zu gewinnen ist, aber auf, naja, nicht so ganz fairen Mitteln, den man einfach hier Liv nimmt, mit dem man ja Söldner anheuern kann aus den Häfen. Und hier einfach das überrennt, habe ich gerade an der Cutscene gedacht, wo wir den Turm gesehen haben. Das soll nicht so schwer sein. Auch wenn hier natürlich ein bisschen was ist, aber mit genug Söldnern ist das machbar. Aber das ist ja lame, das wollen wir hier nicht machen. Ich möchte das schon irgendwie, ja, auf legale Art und Weise sozusagen gewinnen. So, ziehen wir dich nochmal ab hier. Ist denn schon Winter? Ne, es ist noch nicht Winter. Mehr Jötner. Uns mit der Hilfe vom Handel mit ihm anzufreunden oder sie abzuschlachten und ihr Land zu beanspruchen, würde uns beides mehr Ruhm einbringen. Das Prinzip ist eine moralische Zwickmühle. Die Entscheidung liegt bei euch, Gebieter. Ihr Vertrauen zu gewinnen wäre langwierig und würde einiges an Nahrung kosten. Doch würden wir mächtige Verbündete gewinnen, um weitere ruhmreiche Taten zu vollbringen. Sie umzubringen wäre schneller, aber auch gefährlicher und weniger einträglich. Ich muss über beide Möglichkeiten nachdenken. Ja, wie gesagt, Skaldenhallen sind die Möglichkeiten, die wir aktuell nutzen wollen. So, jetzt hätten wir zwei und damit noch eine stärkere Wachstumsseite. Aber jetzt haben wir einen sehr hohen Verschleiß an Dorfbewohnern, an Nahrung. Ja, ist nicht so geil, ne? Achso, nee, du darfst weiter heilen. Heil den Skalden eben zu Ende. So, und jetzt brauchen wir dich gerade mal erstmal nicht mehr, Heiler. Und
Wir werden mal schleunigst hier neue Dorfbewohner nutzen zum Nahrungsabbau. Allerdings bräuchten wir eigentlich auch bald dringend ein neues Feld. So. Ich glaube fast, wir machen gerade mal erstmal Raubzug für Wissen. Auch wenn wir natürlich eigentlich Ruhm brauchen, aber mit Wissen können wir uns aktuell ein bisschen noch stärker boosten, glaube ich. Okay. Brauchen mehr Nahrung. Müssen gerade den Skalden dort abziehen, auch wenn wir natürlich dadurch ein geringeres Bevölkerungswachstum haben, aber trotzdem. Ja, und im Frühjahr werden wir uns hier rum kümmern, dass wir endlich dort neue Leute hinschicken können. Wir müssen auch gleich übrigens, unser Speer ist gestorben. Das erlöst uns gerade von der Bürde, schleunigst ein neues Haus zu bauen. Man muss immer die positive Dinge sehen. Trotzdem, ja, es ist schon sehr, sehr stark hier, was zurückgeht. Wir brauchen sicherlich auch Nahrungssilos, denn wir können hier als Bran sind wir als Sohn, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir hier das... Oh, shit. Das ist nur ein Wolf. Aber wir haben natürlich gerade keinen Heiler. Ja, ich denke, sobald wieder ein neues Jahr ist, werden wir einen neuen Heiler und die Skaldenhalle wieder besetzen. Wir werden auch hier das Nahrungssilo uns holen. Wobei wir gleich das... Nee, wir bekommen ja Grünis dazu. Also wir könnten hier zur Not auch mehr als ein weiteres Gebäude bauen. Und das ist auch unser Ziel. Zack. So, Februar ist gleich vorbei. Können wir mal eben abziehen. Ich glaube nicht, dass wir noch hungern. Aber wir bräuchten dringend hier weitere Silos. Wir wollen natürlich auch hier den Stein noch abbauen. Aber ich glaube, wir werden erst den Stein abbauen. Weil wir dieses Gebiet jetzt gleich sowieso besiedelt werden. Sobald eben der Februar vorbei ist, unsere Kampfstärke natürlich deshalb nicht geschwächt ist, deshalb warte ich gerade. Ihr rettet das Hintertreffen, hornloser König. Habt ihr die Wettkampfregeln auch wirklich verstanden? Ich gebe euch bloß einen Vorsprung, Thronräuberin. Ja, im Winter zu kämpfen ist hier nicht das Allerschlauste. So, komm, mach das endlich fertig. Oh, ist schon ein bisschen grenzwertig, ne? Aber passt genau, als hätte ich es berechnet. So, wir holen uns hier den Boost, damit wir weniger Nahrung für die Besiedlung verbraten müssen. So. Die schicken wir hier hin. Zu heilen. Und wir bekommen so viel Nahrung, dass wir, glaube ich, auch dich noch nutzen können, um neue, schnelle Dorfbewohner ranziehen zu können. So, mit den nächsten 50 Holz müssen wir dringend ein neues Haus bauen. Ja, und wir müssen gerade ein bisschen warten, bevor wir auch das besiedeln können. Können wir überhaupt noch irgendwo ein Haus hinbauen? Ja, hier müsste es noch gehen, ne? So. 50 brauchen wir, um hier besiedeln zu können. Kommt ein Wolf. Nicht das Allerschlimmste für uns bisher. Ja, das wollen wir auch gleich besiedeln. Vielleicht sogar noch diesen Sommer. Das wäre ganz schön, wenn wir das schaffen würden. Ja, Bran heilen. Heil mal lieber erstmal den Bauern. Ein bisschen mehr Nahrung schnell bekommen. So, und in den neuen Gebieten werden wir auch neue Skaldenhallen errichten. Weil wir dann hier schon komplett durchgeplant haben. Dann können hier überhaupt drei Gebäude stehen, ja, können. Alles klar. So. Oh, 80 Holz kostet das. Ist natürlich ganz schön viel. So, der Bauer ist gleich fertig. So, wir können auch neue Dorfbewohner produzieren. Das ist aktuell noch nicht das große Problem. So, ja, halt mal Bran gerade, ist okay. Ist okay, das brauchen wir nämlich gerade wirklich. Wir sehen, sie zieht immer noch davon, aber wie gesagt, wir wollen halt bald überall neue Skaldenhallen bauen. Das ist so der Grundplan. Und dazu müssen wir natürlich gerade erstmal ein bisschen was investieren. Und das tun wir ja gerade. So.
Jetzt haben wir hier zwei Wölfe nur, ne? Das sollte ja auch so schaffen, hoffe ich. Was brauchen wir überhaupt hierfür? 80? Ah, ganz schön viel Nahrung. Angst, dass der hier angegriffen, der angreift, der Trauger. So. Oh, unser Speer ist gestorben. Das ist natürlich jetzt nicht das Allertollste, ist aber jetzt auch nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. So. Heilen wir erstmal jetzt Garden, damit wir mehr Zufriedenheit haben, um schnell weitere Dorfbewohner zu bekommen. Ihr kennt die Taktik. So, und als nächstes werden wir uns dann ein Bergwerk holen, um hier das, um den Stein abzubauen. Vielleicht bauen wir auch gleich direkt das Nahrungssilo noch, wenn wir 100 Holz haben. Oder nee, wir bauen dann eine Skaldenhalle hin. Wir bauen das Nahrungssilo da erstmal nicht hin. Können wir höchstens dann machen, wenn wir uns wieder mehr quasi leisten können, eben indem wir hier ein zweites den Bereich aufwerten, um da neue Gebäude zu bauen. So. Und ich glaube auch, wir werden mal eben hier dort einen zweiten hinschicken, damit wir ein bisschen mehr Grünis bekommen und dann vielleicht im nächsten Schritt auch irgendwas mit denen machen können. Wie gesagt, also hier Bereiche holen wäre schon ganz gut eigentlich. So, zwei kommen da nochmal hin. Eventuell schicken wir gleich auch noch den nächsten dahin, aber erstmal bauen wir jetzt nochmal ein Skaldenhaus, wenn wir uns das leisten können. Und wie gesagt, noch mehr Ruhm und auch noch mehr Zufriedenheit bekommen. Wie viel brauchen wir dafür? 80 Holz wieder. Ja, Holz ist tatsächlich langsam mal sicher unser Problem von uns. Vielleicht müssen wir doch hier gleich nochmal investieren, damit wir noch mehr Holz kriegen. Aber wir bauen halt auch echt viel gerade. Das ist 8 Nahrung. Und wir bauen mal noch ein bisschen mehr Stein direkt ab. Es wäre halt gut, wenn wir dieses Gebäude, also die Steine hier relativ schnell abbauen könnten. Dann können wir das Gebäude abreißen. Und dann nochmal was Neues hinbauen. Das ist immer gut, platzsparend zu arbeiten. So, neues Wissen. Schädlingsbekämpfung. Silos erhalten einen Produktionsmodus. Finde ich gut. Zumal wir da auch noch mehr Zufriedenheit bekommen. Was heißt wieder schneller, neuere Dorfbewohner. Das sollten wir natürlich so schnell wie möglich hier mit dem Stein, den wir sammeln, aufwerten. Wobei wir dafür auch nochmal 100 Holz bräuchten. Ja, ich glaube, die Skaldenhalle ist erstmal noch ein Stück wichtiger. Aber die nächsten 100 Holz sparen wir uns dann, glaube ich, auf. Also nach der Skaldenhalle. So. 10 von 21. Ich glaube, wir müssen gleich schon Grünis ausgeben, damit wir ein neues Haus bauen können. Wir könnten natürlich noch ein Haus aufwerten. Was bringt das nochmal? Kann zwei, drei zusätzliche Clanmitglieder aufbringen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, zumal damit sowieso bald die Forderungen kommen. Wir brauchen verbesserte Häuser. Ich denke, das werden wir dann tun. So, aber wie gesagt, erst müssen wir sowieso das Dorfzentrum aufwerten, damit sowas überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Der Heiler ist aktuell arbeitslos. Achso, dieses Gebiet wollen wir natürlich auch besiedeln, ne? So, Gebiete besiedeln hilft ja sowieso immer. Ich überlege gerade, ob wir hier mal die Drauge angreifen wollen. Oder nee, wir greifen mal die Wölfe an. Eine Wolfshöhle. So. Wer das alleine schafft, weiß ich noch nicht. Aber ist auch egal. Zur Not können wir halt einfach nochmal zurückrennen. Wie viel will die Besiedlung kosten? 110. Hätten wir ja fast, ne? Ist ein Wolf. Ja, ist egal. Ein Wolf ist jetzt nicht ganz so wild. Das kriegen sie schon hin. So, Skaldenhalle besetzen. Ja, Nahrung ist jetzt nicht mehr so ganz so geil, ne? Und das im September. Aber dadurch produzieren wir natürlich jetzt unglaublich schnell neue Dorfbewohner. So, besiedeln das hier mal. Jetzt schon Oktober ist. Vielleicht stellt sich das als Fehlentscheidung raus, aber wir können immer noch die Leute hier vom Stein abziehen. So. Wenn wir das machen, dann kriegen wir wieder mehr Nahrung. Aktuell nur +3. Das ist natürlich jetzt nicht so viel.
Das würde ich auch gerne aufwerten. Aber wie gesagt, erst müssen wir das Gemeindehaus aufwerten. Ich hoffe, dass wir das auch machen können, trotz Winter, dass wir nicht zu viel Holz verbraten im Winter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zur Not müssen wir auch gleich nochmal einen von der Skaldenhalle abziehen, zu dem Dorfbewohner machen. So, sehr gut. Ah, wir haben jetzt natürlich auch hier den Bonus gekriegt, dadurch, dass wir Tane sind. Sehr schön. Ich würde fast sagen... ja, wir bauen erstmal die aus. Machen wir doch. Kurz überlegt, ob wir erst das ausbauen sollen. Ich glaube, das werden wir auch ausbauen. Kostet aber nochmal 100 Holz. Also ein bisschen müssen wir uns damit noch zufriedenstellen. So. Sehr gute Nahrungsproduktion hier unterwegs. Und ich glaube, als nächstes werden wir das nochmal aufwerten. Machen wir gerade schon mal. So. Auch nur 27 Tage, dann gibt es einen neuen Dorfbewohner. Das ist echt schnell. Frage ist fast, ob wir hier gleich mit den Jötner doch nochmal Handel treiben sollen. Oder ob wir einfach weitere Skaldenhallen bauen. Ich habe das Gefühl, einfach immer weitere Skaldenhallen bauen ist gar nicht so eine schlichte Taktik. So. Die können wir natürlich auch aufwerten für 100 Holz, ne? Ich glaube, das sollten wir auch tun. So, und wenn wir hier die fortgeschrittenen Silos erforscht haben und die Kaminplatte, ich glaube, dann werden wir hier unten das Umstellen auf Ruhm sammeln. Aber die beiden Sachen will ich gerne noch haben. So, minus 10 tatsächlich. Es ist schon nicht so wenig, aber was mir noch mehr zu denken gibt, ist, dass wir Holzverlust haben. Aber das liegt auch daran, dass du vielleicht ein bisschen stark geschwächt bist, Holzfäller, ne? Ja, aber sobald der komplett geheilt ist, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube fast, wir erforschen erst die Kaminplatte. Und was mit der Nahrung machen wir dann danach? Ja, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, die Idee. Wobei wir trotzdem, glaube ich, bald einen neuen Holzfäller brauchen. Ich glaube, den werden wir hier hinstellen. Was kostet denn so ein Holzfäller? 50 Holz. Okay, ja, das werden wir gleich tun. Holzfällerhütte. Wie lange ist der Winter noch? Januar? Naja, ein bisschen ist noch. So, komm. Wie gesagt, wir verlieren hier schon natürlich ordentlich Nahrung, keine Frage. Was ist da oben? Können wir das eigentlich erkunden mit einem Speer oder was? Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo der Braunbär da oben rumläuft. Ich warte jetzt nur darauf, dass wir 50 Holz haben, aber... Na komm! Eins noch! So. Hier warten Schätze auf euch. Hier Thors Zorn. Ja, ein uraltes Machtzentrum. Gewährt militärischen Einheiten Angriffsbonus. Besiedelt das Gebiet und erhaltet 50 Ruhm. Da ist aber eine Valkyrie drin. Trotzdem halte ich das für eine ganz gute Idee eigentlich. Ich glaube, das sollten wir demnächst mal angehen. So, der Heiler ist gerade nicht beschäftigt. So. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen mehr Holz haben. Der Winter ist sowieso gleich vorbei. Dann werden wir uns mal um den Braunbären kümmern. Auch wenn er natürlich viele Hitpoints hat, aber da können wir natürlich mal ein bisschen hin und her rennen. Das ist ja jetzt nicht das große Thema. Was macht denn hier so schwere Schritte? Die Jötner wahrscheinlich, ne? So, immer noch Februar. Das dauert auch eine ganze Weile, bis das vorbei ist, dieser Winter. Lange Winter hier in Northgard. Musik hat auch schon aufgegeben. Oh. Sehr schön. Das gefällt mir tatsächlich gut. Bauen erstmal hier ein neues Haus hin. So, ihr macht euch mal wieder zu Dorfbewohnern. Beide.